So, heute packen wir die Hidden-Side-Figuren aus. Ach, einer ist hier leider schon angerissen. Da habe ich, ist beim Einkäufe reintragen zerrissen. Weiß ich auch nicht, wie ich das hingekriegt habe. Da war vorher noch heiler, als ich den gekauft habe. So, die kosten 4,99. 3 mal Zähne und 3 Extras. Also, das ist schon mal cool. Hier hast du 3 Figuren bei, weil das nur Figuren sind. Die kann man gut noch verwenden, obwohl Hidden Side eigentlich nicht so gut liefen. Und 3 von mit Extras. Also die Hälfte sind auch dabei. Und keine extra Karten bei? Nee, steht hier jetzt so nicht bei. Ist auch die Nummer 1. Ich bin gespannt, ob da noch welche kommen. So, dann machen wir den kaputten mal auf. Die haben auch immer viele Teile dabei, die kannst du eigentlich super nehmen. Ach, hier ist, ja, da ist das schon offen. So, dann mal sehen. Ah, Jack und Spencer, den Hund, den finde ich auch cool. Handy ist da mit bei, Frisur ist auch geil, also, ach doch, Karten mit bei. Ja, Nummer 7 ist das. Ja, ist schon ganz cool. Dann Nummer 4, das ist El Fuego. Ah, Flammen, ja, kann man auch nehmen. Das ist ein Pflaster, das ist auch cool. Ach, Jurassic World-Karten waren da noch bei. Steht gar nicht, von wann das ist. Ja, die ist auch cool. Und ein Geist. Ach, mit 2 Köpfen, das ist ja cool. Brechstange, ja, kann man immer gebrauchen. Der Torso ist auch ganz cool. Die Haare. Booster-Pack auch noch. Ja, das sind doch schon mal 3 coole Figuren dabei. Da kann man schon mal was mit anfangen. Entweder zerlegt man die oder benutzt man die so. Aber wir wollen die ja sowieso in der Stadt dann reinpacken. So, dann mal sehen, was in der anderen Tüte drin ist. Ah, die ist nicht so doll zugeklebt. Ah, so. Na, haben wir die gleichen da drin. Ja, das habe ich auch ganz vielen anderen auch schon gesehen, dass immer der Jack und Spencer dabei ist. Ach, finde ich nicht schlecht. Sind 2 Figuren, wenn man das so sieht. Ach, das ist aber das. Nee. Nee, ist doch an. Ich dachte, das wäre das gleiche Heft. Nee, ist ein anderes. Ah, die Wissenschaftlerin. Die ist auch cool. JB. Wendegesicht. Hat auch coole Teile dabei. Der Torso ist auch cool. Und die Haare. Ich wollte schon Perücke jetzt sagen. Das ist Heft Nummer 6. Ja, das finde ich doch cool. Ah, und den Fuego nochmal. Mit Stickern. Oh, ein Knickerheft. Schade. Ah, das ist doch schade. Ja, das ist doch cool. Da habe ich seit 6 Figuren für 10 Euro. Kann man nicht meckern. Und viele Ersatzteile bei. Also die kann man immer gut kaufen. Obwohl die nicht so gut liefen. Aber diese Figuren mit den Ersatzteilen, zerlegst die, baust die anders zusammen. Kann man gut was mit anfangen. Ja, ich bin das Klemmsteinchen. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und ich habe ganz viele Videos noch mit anderen Wundertüten. Guckt, schaut euch die gerne mal an. Und viel Spaß, schönen Tag noch.